Herzlich willkommen hier von der linken Rheinstrecke mit der Baureihe 111. Wir fahren hier heute einen Personenzug und zwar mit diesen wunderschönen Intercity-Wagen in einer ziemlich bunten Lackierung. Wir haben hier IC79-Wagen, wir haben hier die ursprünglichen Intercity-Wagen, wir haben die Intercity-Wagen, die IC79-Wagen der ersten Klasse haben wir natürlich auch hinten dran, ne? Also hinten die erste Klasse-Wagen und vorne die zweite Klasse-Wagen. Ich würde sagen, wir steigen einfach mal ein in unsere Lok. Wir stehen hier übrigens in Oberwesel, wie man etwas schwer zu erkennen kann. Ja, Oberwesel, da sehen wir es. Und dürfen jetzt gleich auch schon ausfahren. Wir fahren in Richtung Mainz. Und dann würde ich sagen, ja, schnacken wir nicht lange und fahren einfach mal los. Machen wir noch ein Foto. Wir müssen noch den Pantografen tatsächlich wechseln. Ich hätte nämlich gerne den hinteren Panto vorne. Dazu einmal den Fahrtrichtungswender schon mal rein. So, und dann jetzt einmal nach hinten gedreht. Batterie ist soweit an. Das passt soweit alles. Hervorragend. Gibt es hier noch was auf dieser Seite einzustellen? Jawohl, das gibt es. Die Spitzensignale gibt es einzustellen. Genau, die Signalleuchten brauchen wir an dieser Stelle nicht. Also hier die, diese hier. Beziehungsweise doch, die brauchen wir eben natürlich doch. So, Mehrfachtraktionsschalter müssen wir nicht bedienen. Wir müssen allerdings, glaube ich, in den anderen Führerstand, um noch den Stromabnehmer zu wechseln. Wir brauchen nämlich Stromabnehmer 2. Genau, wir sind hier im Führerraum 2. Und müssen mal ganz kurz gucken, wo wir hier eigentlich den Stromabnehmer wechseln können. Hier nicht. Machen wir die Tür zu. Da, Stromabnehmerwahl. Hinten hoch. Oh, ah, der hat direkt den. Okay, ich dachte, das ist so eine Art Vorwahl, dass wir das Ganze vorwählen, dann den Hauptschalter ausschalten, Pantograph senken und dann den Pantograph heben. Aber das war wohl nicht so. Naja, achso, und wenn wir schon hier sind, können wir direkt die PZB auch anschalten. Wo ist der PZB-Schalter? Das ist die Indusi-Hauptschalter ist an. So, Türen zu. Einmal wieder eingestiegen. Tür zu. So, Fahrtrichtungswender einmal in die Neutralstellung und den Stromabnehmer heben. Jawohl, wir sehen, wir haben 15 kV Fahrradstrom bzw. Fahrradspannung und dann den Hauptschalter hinterher. Das hat hoffentlich geklappt. Hauptschalter schließen. Ich denke mal, das hat funktioniert. Fahrtrichtungswender Vorwärtsstellung. PZB ist soweit an. Signal ist gestellt. Dann müssen wir nur noch die Zugsammelschiene anschalten, damit unsere Fahrgäste auch Strom haben, Zugbeleuchtung, damit sie auch was sehen können. Und die Haupt- und Instrumentenbeleuchtung natürlich an. Führerstandsbeleuchtung brauchen wir eigentlich nicht, machen sie aber trotzdem mal an. Dann würde ich sagen, auf geht's. Okay, doch nicht. Mein Stromabnehmer ist oben. Hauptschalter. Ach so. Nee. Jetzt ist der. Nee, jetzt ist er aus. So, jetzt ist er geschlossen. Geht das jetzt? Nee. Die Türen sind verriegelt, die Bremsen sind gelöst. Woran könnte es liegen? Ist die Handbremse vielleicht noch angezogen? Notbremsventil gelöst. Das sind die Scheibenwischer. Die Türen, das Makro.
Federspeicherbremse ist gelöst. Okay, dann müssen wir doch eigentlich abfahren können. Oder habe ich komplett etwas vergessen? Da, jetzt geht's. Okay, ich weiß nicht, woran das jetzt lag. Uhr. Das war ein bisschen zu viel Leistung. Genau, wir sind dann in den Radschlupf gegangen. Und auf geht's. Wir befreien uns. Und fahren los. Hier an diesem wunderbaren sonnigen Tag. Mit dieser sehr, sehr schönen Zuggarnitur. Kein bisschen Nebel. Nichts. Vmax ist heute für uns 160. Aktuell dürfen wir 140 fahren und genau, wir starteten in Oberwesel und für uns geht es dann heute einmal runter bis nach Mainz. Ja, das ist, glaube ich, unsere zweite richtige Fahrt mit der Baureihe 111. Wir sind die ansonsten wirklich nur zur Release, glaube ich, einmal gefahren. Und in einem Livestream, aber das zählt natürlich nicht, das war ja ein Livestream. Ja, und jetzt sind wir hier tatsächlich mal auf der linken Rheinstrecke unterwegs, hier mit diesem alten Rollmaterial. Das Repaint von der Lok ist aus dem Creators Club von meinem guten Freund, dem Cat Gaming. Und sehr schön, da vorne eine Burg. Das sind wirklich die Qualitäten der Strecke, muss ich echt sagen. Dass man hier doch sehr, sehr viele Burgen sieht. So wie auch in Realität, wer hier schon mal in Realität entlang gefahren ist. Und ich würde es jedem empfehlen und jeder das mal auch zu tun. Der weiß, dass man hier wirklich entlang der Strecke sehr, sehr viel sehen kann. So, das war eine Ankündigung auf 120. Das passt perfekt, weil wir schon 120 fahren. Das Ganze ist kein Szenario, sondern mit dem Freeroam-Modus erstellt. Freeroam-Modus in Kombination mit dem Formations-Designer. Dementsprechend haben wir jetzt auch keine Zwischenstopps eingetragen bis Mainz. Aber wir können mal gucken, ob wir nicht trotzdem zwischendurch mal halten. Das können wir uns dann in diesem Sinne heute mal frei aussuchen, auch wenn es nicht ganz realistisch ist, dass man sowas in Realität sich als Lokführer einfach aussuchen könnte, wo man hält und wo nicht, können wir das. Hier halten wir allerdings jetzt erstmal nicht, sondern wir fahren erstmal in Ruhe noch ein ganzes Stück weiter. Das ist auch wirklich einer meiner Lieblingsstellen hier kurz hinter Oberwesel, dass man einfach so durch den Kern der Ortschaft durchfährt auf dieser Brücke. Ja, einfach schön. Ist das Bacharach? Da bin ich jetzt nicht mehr ganz sicher. Mal gucken. Das ist... Na? Falsche Taste. Bacharach. Tatsache. So, wir dürfen 130 fahren.
ein paar Leistungsstufen gerne mal rein. Da kommt eine 103 entgegen. Grüßen wir einmal. Mit Intercity-Wagen. Schön, diese kleinen Türmchen, die so entlang der Strecke mal wieder auch zu sehen sind. Und das ist eine Ankündigung für 120. Wir lassen die Fahrstufen auslaufen und bremsen mit der dynamischen Bremse rein. Die funktioniert auch ziemlich gut in diesem Geschwindigkeitsbereich. Das sieht man. Einmal vorbei an Niederrheinbach. Schön, schön. Ich würde sagen, hier machen wir jetzt einmal ein Foto. Das muss jetzt auch an dieser Stelle einmal ganz kurz sein. Ich nehme mal ein bisschen die Schärfentiefe wieder raus. Dann sehen wir noch ein bisschen mehr vom Zug. Einmal von dieser Seite. So. Und einmal vielleicht von der Seite, dass man auch den Rhein sieht. Oh, ich muss noch den Zug noch ein paar Meter weiterfahren lassen, weil wir haben hier den Oberleitungsmast. Moment. So. Habt ihr das gerade mit dem Schlauch dort gesehen? So. Und so. Hervorragend. Das war es auch schon mit den Fotos für heute. Ich weiß, das sage ich manchmal und dann mache ich trotzdem noch Fotos, aber ich bemühe mich. Ja, also Salzburg-Rosenheim ist ja jetzt schon ein ganzes Stück draußen, seit mittlerweile ein paar Tagen. Mittlerweile, glaube ich, auch schon ein bis zwei Wochen. Da interessiert mich es jetzt auf jeden Fall, so wie es jetzt mittlerweile euer Feedback zu der Strecke, zu der Lok. Wer bei mir zuschaut, der weiß, dass ich die Strecke sehr, sehr schön finde. Gerade auch mit dem Rollmaterial, das ja auch extremst vielseitig einsetzbar ist auf anderen Strecken im TSW. Na, also die Baureihe 111. Ihr seht es ja, wir können sie hervorragend auf der linken Rheinstrecke fahren. Da muss ich sagen, ist die Strecke schon ziemlich, ziemlich cool. Aber ich bin natürlich wie immer gespannt auf eure Kommentare. Ich lese auch immer alle Kommentare, kann vielleicht nicht auf jeden antworten, aber in der Regel gebe ich den allermeisten Kommentaren noch so ein kleines Herzchen. Dann seht ihr wenigstens, dass ich den Kommentar gelesen habe. Und da bin ich natürlich sehr gespannt. Ich habe natürlich eure Kommentare zu den letzten Videos auch gelesen. Und da kam insgesamt doch sehr, sehr viel positives Feedback entgegen. Genauso wie uns eine 110 mit Steuerwagen entgegenkommt. Sehr schön, sogar in dieser ozeanblau-beigen Lackierung. Genau, ja. Also ich lese mir auf jeden Fall euer Feedback durch. Und bin da immer sehr, sehr gespannt drauf, was ihr so zu sagen habt. So, jetzt habe ich den Fahrschalter aus Versehen auf ausgestellt. Eigentlich wollte ich die Fahrstufen auslaufen lassen. Denn wir können mal hier. Ja, wobei, nee, zum Halten ist es hier ein bisschen spät. Ne, wir halten hier doch nicht. Hier in Trechtlingshausen. Aber wir können mal am nächsten Haltepunkt auf jeden Fall mal einen kleinen Halt einlegen. Nämlich hier. Oh ja, hier ist auf jeden Fall sehr gut.
So, jetzt wird allerdings keine Leistung aufgeschaltet. Dann lass mir einmal die Fahrstufen wieder auslaufen. Vermutlich, weil wir den Schalter einmal vorher auf die Ausposition bringen müssen. Ja, also erstmal auslaufen lassen, dann auf 0 und jetzt wieder Fahrstufen aufschalten. Ja, genau. Funktioniert hervorragend. Ich habe mal heute so ein bisschen diesen Nebel mal verschwinden lassen, den es sonst immer auf den Strecken gibt. Selbst wenn man keinen Nebel eingestellt hat, ist irgendwo in der Ferne immer so ein bisschen Nebel zu sehen. Und ich finde, wenn man den Nebel komplett entfernt von der Strecke, das Ganze über die God Mode möglich, vielen Dank an den Fubian, dann sieht das Ganze irgendwie doch nochmal viel hübscher aus. Ne? Also es ist schon, also schön gesättigt mit den Farben. Das ist jetzt nicht nachbearbeitet oder so, sondern so sehe ich das jetzt auch gerade. Wie ihr das seht, so sehe ich das auch. Und ich finde, das ist doch ganz hübsch eigentlich. Ankündigung auf 120. Hier übrigens eine Mod mit den neuen Lichttexturen. Und wir lassen jetzt mal auslaufen. Denn wir machen uns bereit zum Halten. Hinter dieser langgezogenen Linkskurve ist dann der nächste Haltepunkt. Einmal Fahrschalter auf aus und wir bremsen langsam rein. Hab leider vergessen, wie der Haltepunkt heißt. So, Ankündigung auf 90, das bestätigen wir natürlich. So, 60 am Bahnsteigsanfang. Schön hier mit ein bisschen grünem Bewuchs am Bahnsteig. Genau, und wir sind jetzt hier in... Ich habe es nicht lesen können. Wir gucken uns es gleich in Ruhe an. Halten mal da vorne bei der Unterführung, beziehungsweise bei der Überdachung. Auf Gleis 101 in Bingen. Ah ja, natürlich Bingen. So, ich frage mich, ob die Türsteuerung funktioniert mit den Personenwagen. Ja, hervorragend, die Türen gehen auf. Das ist doch sehr, sehr schön. Hier in Bingen am Rhein. Auf der anderen Seite ist Rüdesheim am Rhein. Oder? War das in Bingen? Doch, ich glaube schon. Doch, dann müsste nämlich gleich... Genau, das ist der andere Bahnhof in Bingen. Der Stadtbahnhof, glaube ich. Und auf der anderen Seite des Rheins ist dann Rüdesheim. Sehen wir jetzt tatsächlich nicht oder vielleicht nur angedeutet. Ja, da vorne diese paar Häuschen da. Die deuten Rüdesheim nur an. Und dann kann man tatsächlich mit einer Seilbahn hier hochfahren. Und das habe ich tatsächlich schon mal gemacht. Und das ist wirklich sehr, sehr schön. Kann ich sehr empfehlen. Auch hier die Fähre zwischen Bingen und Rüdesheim kann man mal nehmen mit dem Schiff. Sieht alles sehr hübsch aus. Man kann auch hier wundervoll durch die Gegend spazieren. Genauso wie es hier die Personen auch tun. Sicherlich kann man auch hier sehr gut Trainspotten. Genau. Wir schließen die Türen. Können wir eigentlich ein Ziel einstellen? Koblenz, nee. Rhens, Spey, Boppard, Hirzenach, St. Goa, Oberwesel, Bacharach, Niederrheinbach, Bingen, Gau-Algesheim, Ingelheim, wir haben es fast. Rudenheim, Mainz, Mainz Hauptbahnhof.
Wir sagen mal, dass der Zug aber eigentlich weiterfährt nach, ja, nach Frankfurt. Na, Bremen-Münster ist die falsche Richtung. Dresden, Leipzig, Halle, Berlin. Ja, auch alles nicht so ganz richtig. Bonn, Heidelberg, Freiburg, Seeburg, Frankfurt am Main. Hervorragend. Sehr gut. Steht das jetzt auch auf den. Nee, schade, hier steht das nicht. Schade, schade. Genau, wir haben aber allerdings ein paar unterschiedliche Wagentypen dabei. Wir haben nämlich die erste Klasse und die zweite Klasse Wagen von der linken Rheinstrecke. Und das hier ist aber ein Intercity-Wagen, ein modernerer. Aber der hat leider auch kein Ziel mit drin. So, wir lösen die Bremsen. Genug gequatscht. Wir schalten zwei, drei Fahrstufen auf und fahren los. Elf 207-7 fahren wir heute. Vorsicht an den Türen und bei der Abfahrt des Zuges. IC 79 Wagen. Und hier die erste Klasse Wagen. Hervorragend. Auch schön, wirklich mit diesem bunten Wagenpark durch die Gegend zu fahren. Sehr, sehr angenehm. Genau. Hier vorne dann einmal die Überfahrt und hier geht es dann ins Stadtzentrum von Bingen hinein. Hier mit dieser Burg da vorne. Die ist, glaube ich, von der Stadtverwaltung, wird sie genutzt mittlerweile. Und auf der linken Seite hinter diesen Gebäuden ist dann eben Rüdesheim am Rhein. Hier vorne ist der Hafen von Bingen. Also hier so in dem Bereich ist halt der Hafen von Bingen. Hier ist dann ein Fußgängerweg. Hier ist auch irgendwo noch so ein historischer Kran, der genutzt wurde, um die Ladung zu löschen, aber der ist hier leider nicht angedeutet. Da natürlich der Mäuseturm. Ja, ganz klar. Und da sind wir. Einmal da durch die Gegend fahrend. Sehr, sehr schön. Hier könnten meines Erachtens gerne noch ein paar mehr Leute rumstehen. Ne, also, das wäre irgendwie gar nicht mal so verkehrt. So, wir dürfen auf Streckenhöchstgeschwindigkeit, während uns noch ein Steuerwagen entgegenkommt mit einer Baureihe 110. Der wird jetzt hier vorne halten. Wir allerdings haben noch ein ganzes Stück an Weg vor uns. Er steht da schon wieder nicht einsteigen. Dann lassen wir jetzt Mainz drin. Oh, wir müssen die Leistung runternehmen. Wir sind nämlich zu schnell, gleich meckert die PZB.
So, wir halten mal Fahrstufe 23. Ich denke mal, das reicht, um die Geschwindigkeit zu halten. Vermutlich ist das sogar ein bisschen zu viel. Ja, Fahrstufe 15 ist vielleicht schon besser passend. Hervorragend. Ja, ich finde es wirklich viel schöner ohne den Nebel. Wenn man den Nebel beseitigt, dann hat das Ganze so ein sowas extrem sommerliches, schön gesättigt, schön saftige, kräftige Farben. Und das ist doch deutlich schöner. So, da kommt noch 103. Eurocity mit den SBB-Wagen hinten dran. Ab hier gelten die 150. Wir schalten wieder ein bisschen Leistung ein, auf. Vorbei am nächsten Haltepunkt, beziehungsweise ja, an Gau Algesheim. Und wir dürfen wieder 160 fahren. Naja, wobei gleich dürfen wir eh nur noch 150 fahren. Ja, wir lassen einfach mal die Fahrstufen aufgeschaltet. Da haben wir es gerade gesehen. Weiterhin freie Fahrt zu erwarten. Das ist nicht gut. Immerhin ist die Ampel an. Aber der Bahnübergang sollte idealerweise geschlossen sein. Oh, gleich kommt die PZB-Zwangsbetriebsbremsung. Mal auslaufen lassen, Fahrschulter auf aus und jetzt mal ein bisschen reinbremsen. Denn wir dürfen jetzt gleich nur noch 150 fahren. So. Sehr, sehr schön. Also es ist wirklich cool, mit so einer hohen Geschwindigkeit über die Strecke hier zu brausen. Das macht wirklich Spaß. Auch hier mit dem Rollmaterial, das wir hinten dran haben. Die Intercity-Wagen. Wirklich eine sehr, sehr schöne Kombination, die 111 mit den Intercity-Wagen. Sieht echt toll aus. Wie es scheint, ist der Fahrdienstleiter gnädig mit uns. Wir haben bisher keinen Zug vor uns, mussten bisher nicht runterbremsen aufgrund eines haltzeigenden Signals. Da haben wir echt Glück, dass wir jetzt nicht mitten im Verkehr gelandet sind. Das passiert ja durchaus, wenn man im Freeroam-Modus hier unterwegs ist auf der Strecke, dass man dann tatsächlich gerade zu so einem Zeitpunkt losfährt, dass man hinter irgendeiner Regionalbahn dann hinterher tingelt. Und es gibt Leute, die mögen das auch. Die machen das dann gerne, weil dann so ein bisschen PZB-Action auch da ist. Mache ich manchmal auch ganz gerne. Da kommt noch ein Video auf dem Kanal, wo das auch noch sehr, sehr stark zu spüren sein wird. Aber zur Abwechslung dann auch mal wieder einfach nur durchzufahren. Grüne Welle und wirklich die Fahrt an sich zu genießen, ist auch sehr schön.
Genau, hier absolute Streckenhöchstgeschwindigkeit, die wir gerade fahren, 160 km/h. Und auch die Höchstgeschwindigkeit vom Zug, limitiert durch die Lok. Der Fahrmotorlüfter an. Aha, jetzt sind die Meldungen dort verloschen. Und wenn ich es ausmache. Na, steht jetzt gar nichts mehr. Interessant. Ja. Einmal an den nächsten Haltepunkt vorbei. In Uleborn. Ich kann auch hier natürlich die Sonnenblende bedienen. Auf der anderen Seite auch. So, wir nehmen mal die Leistung komplett raus. Denn es geht ein bisschen bergab. Ja, wir werden sogar langsamer. Mal durch Büdenheim. So, ich sehe, dass wir Halt voraus haben. Daher den Fahrschalter auf ausgestellt und wir bremsen schon mal rein. Wir haben jetzt einfach mal ein bisschen gespickt durch den Streckenmonitor. Genau, da vorne sehen wir dann auch schon die Ankündigung dafür. Ah, sehr schön, das Signal ist umgesprungen. Aber dann lassen wir jetzt mal auslaufen, beziehungsweise einfach mal ein bisschen rollen. Hier wächst gerade ein bisschen was. Anscheinend fahren wir jetzt doch einer Regionalbahn hinterher. Ankündigung auf 100. Die haben wir schon sowieso auf dem Tacho. Und dann kommt die Ankündigung Halt zu erwarten. Nein, das Signal ist gerade wieder umgesprungen. Das heißt also, die Geschwindigkeit, mit der wir aktuell fahren, dürfte eigentlich ganz gut sein. Wir lassen weiterhin einfach nur rollen. Bis Mainz sind es dann auch nur noch 2 km. Da müssen wir jetzt wirklich keine Leistung mehr aufschalten. Und dann haben wir diesmal jetzt wirklich Halt zu erwarten. Und das haltzeigende Signal wird aber am Ende des Bahnsteigs von Mainz Hauptbahnhof stehen. Das heißt also, wir werden soweit nicht in größere Bedrängnis kommen. Oder?
Ja, doch. Doch nicht. Ja, okay. Ich habe jetzt nur hier auf das Moment. So, ich habe jetzt nämlich nur hier oben auf darauf hier geguckt, dass wir fahren dürfen, aber anscheinend, ja, wir haben ja hier jetzt tatsächlich, genau, wir haben jetzt hier tatsächlich das Ersatzsignal und müssen dann mit Befehl 40 drüber fahren. Okay, also das ist halt die Sache, wenn man sich dann noch ein bisschen zu sehr darauf verlässt. Sowas wie Befehl 40 ist da jetzt nicht mit eingebaut. Oh, ich glaube, wir fahren noch gegen eine angezogene Bremse an, kann das sein? Nee. So, wir fahren dann mit Befehl 40 drüber. Schauen mal, dass Befehl 40 aufleuchtet. Jawohl, ihr seht's, hat aufgeleuchtet. Dann passt das soweit. So, wir dürfen jetzt natürlich nicht schneller als 40 fahren. Dementsprechend schalten wir auch hier wieder die Leistung ab. Dann noch ein bisschen was abgestellt. Wir ziehen jetzt einmal hier nach rechts rüber. Schön was abgestellt, links und rechts. So muss das. Ah, oh, ich sehe meinen Fehler. Ich habe einen Fehler gemacht. Und zwar habe ich einen falschen Haltepunkt angewählt im Free-Roam-Modus. Ja, ganz offensichtlich. Und zwar hier vorne. Das ist aber gar nicht mein Hauptbahnhof, sondern ich muss einmal ganz kurz die Route entfernen und jetzt wieder eine neue Route setzen. Das hier ist mein Hauptbahnhof. Ups. Das war natürlich ein Fehler dann meinerseits. So. Genau, der Zwerg ist jetzt wieder umgestellt. Da habe ich leider falsch geguckt, als ich die Strecke gesetzt habe, als ich die Route gesetzt habe. Aber schön auf jeden Fall, was hier so an Rollmaterial alles abgestellt ist. Genau, der Zwerg ist jetzt, zeigt uns hier Fahrt an. Und da ist dann der Mainzer Hauptbahnhof. Da haben wir dann auch Halt zu erwarten mit verkürztem Bremsweg. Und wir halten aber gar nicht an einem Bahnsteiggleis, kann das sein? Okay, mein Fehler. Meine Damen und Herren,
Bitte beachten Sie, dass Sie in Mainz leider nicht aussteigen können aufgrund einer Fehlleitung, sodass wir nicht am Bahnsteig halten, sondern daneben. Der nächste Halt ist dann. Aber was kommt denn danach? Mainz, irgendwas mit einem Theater oder so, ne? Hinter dem Tunnel? Ja, da werden wir dann ersatzmäßig halten. Aber, naja, die Fahrt hat chaotisch. Huch. Ich wollte gerade sagen, die Fahrt hat chaotisch angefangen und wird auch chaotisch enden. Und das wird sich tatsächlich. Jetzt ist aber die Weiche hier gestellt, sodass wir doch am Bahnsteig halten können. Ah. Okay. Ich weiß noch nicht, ob wir jetzt mit dem ganzen Zug da drauf passen. Ich glaube es nicht. Na, ich glaub's nicht. Meine Damen und Herren, bitte lassen Sie mich die vorherige Ansage korrigieren. Sie können durchaus in Mainz Hauptbahnhof aussteigen. Allerdings nur in den ersten drei Wagen des Zuges. Wenn Sie also aussteigen wollen, bitte gehen Sie nach vorne und nutzen Sie nicht die hinteren Wagen. Genau. Wir halten dann möglichst weit vorne direkt am Signal an. Ja gut, nur der letzte Wagen. Da klappt es dann nicht mehr. Genau. Aber okay. Bei den anderen passt es. Ups. Oh Gott, was passiert jetzt? Ich hoffe nicht, dass er jetzt an uns hineinkachelt. Dann hat aber ein Signal. Ja. Ups, Doppelbelegung. Huch. Ja, das haben wir jetzt auch, glaube ich, das erste Mal geschafft. Diese Form von Chaos. Aber okay. Gut, dann mit diesem Blick auf den Mainzer Hauptbahnhof verlasse ich euch. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Alles Gute, alles Liebe. Macht's gut. Ciao, ciao.